Oh ja. Ja. Oh. Oh ja, das ist ein dicker Kescher. Kescher, das ist ein richtig dicker. Da brauchen wir einen Kescher. Das ist eine Schlange. Moin Leute, willkommen zur nächsten Folge von Mein Weg zum Fisch. Maik und ich sind wieder am Start. Heute wieder auf Aal. Und zwar Aal mit Futterkorb ist heute das Thema. Man sagt ja dem Aal eine sehr, sehr sensible Nase nach. Und theoretisch müsste dann ja eigentlich ein Futterkorb voll mit zerhackten Würmern extrem verführerisch die Nase halt betören und dementsprechend müsste man auch mehr fangen. Im letzten Aal-Video haben wir auf dieser Buhne schon sehr gut gefangen. Das ist gerade erst, ich glaube, 3 Wochen jetzt her, 4 Wochen. Also dementsprechend müsste man davon ausgehen, dass diese Buhne nach wie vor auch Aal liefert. Also von daher der perfekte Ort, um sowas zu testen. Ich habe es noch nie mit Futterkorb gemacht, das wollte ich schon immer mal machen. Und jetzt ist an der Zeit, das mal durchzuziehen. Genau, ich werde ja ganz normal angeln, wie immer. Genau, Maik ganz normal, übliche Bleimontage, wie alle Angler das üblicherweise auch machen. Und ich halt mit der Futterkorbmontage. Was genau alles bei ist, dazu später mehr. Jetzt heißt es erstmal Attacke. Sind vorsichtig geworden. Liebe Dome von Fishing Team Highlight sagt das auch. Also die sind manchmal tricky. Dieses Abziehen wie früher ist nicht mehr ganz so. Also selten zumindest. Jo, der läuft. Ja, da sitzt noch was. Ja, da hängt einer. Oder etwas. Ob es ein Aal ist, das weiß ich ja noch gar nicht. Aber zumindest ist der mal was. Jo! Na also. Haha! Kein Riese, aber da ist der Aal. Der erste für den Futterkorb. Die Idee hat funktioniert. Cool. So, hier haben wir jetzt einen Biss. Ich mache halt meistens so, dass ich dann erstmal den Freilauf deaktiviere, die Schnur zwischen den Finger nehme, um zu spüren, ob er abzieht. Die Aale beißen heutzutage nicht mehr ganz so rabiat, wie das vor 20 Jahren mal war. Deswegen gebe ich denen lieber immer einen Moment länger. Warte einfach, klappe den Bügel zu und lasse ihn laufen. Und in der Regel, wenn... oh ja, der, da ist vorbei. So, Kühlung auf den Rücken. Und hoffentlich hängt er dann. Ja, ich glaube... Das ist immer schwierig mit dem Futterkorb. Jo! Oh. Ja, leider ein ganz kleiner. Der darf natürlich schnell wieder zurück. Aber besser hätte man jetzt gar nicht demonstrieren können, wie man da beim Biss macht. Ne? Ja, auf jeden Fall untermaßig. Der muss schnell wieder zurück. Aber hat geklappt. Ah, läuft mit Futterkorb. So Leute, mal noch ein, zwei Worte zu der Montage, die ich jetzt mir hier gedacht habe. Erfahrene Aalangler werden das kennen, aber wer das noch nie gemacht hat, für den ist es trotzdem interessant. Also klassisch habe ich hier natürlich einen Anti-Tangle-Boom, so wie bei einer üblichen Grundmontage beim Aalangeln auch. Eine Perle, um den Knoten zu schonen, Wirbel und dann 35er Vorfach mit einem 2er Aalhaken, also nichts Besonderes. Der große Unterschied ist in dem Fall aber der Futterkorb. Also es war gar nicht so einfach, einen passenden Futterkorb zu finden, der nicht zu große Löcher hat. Also die meisten Futterkörbe sind halt für Maden gedacht und da sind relativ große Löcher drin und dann können die Würmer da rauskriechen. Diese Rillen, die dieser Futterkorb im Speziellen jetzt hat, die sind zumindest so klein, dass die Würmer, die Tauwürmer muss man ja sagen, dann nicht direkt abbüchsen kann. Also der Futterkorb hat was hier im Deckel, hier oben sieht man das vielleicht, doch relativ große Löcher, wo die Würmer abbüchsen könnten. Aber ich habe das einfach mit Tape zugemacht, damit das halt nicht passiert. So, und über den Deckel kommt man natürlich dann da ran. Und vielleicht seht ihr noch, da ist noch ein bisschen halber Wurm drin. Und ich mache das dann ganz einfach. Ich nehme mir dann... Na, komm her, Kumpel, hier. Nehme mir dann halt einen schönen dicken Tauwurm.
mach das Ende ab und mach halt immer die Enden vom Tauwurm oder so Wurmreste vom Haken hier in den Futterkorb. Ich mache es einfach mal nur exemplarisch, da mache ich gleich noch mehr rein. Natürlich schön zudrücken, sonst nutzt halt alles nichts. Und ich angel auf Aal halt gerne mit einem halben Tauwurm. Das hat den Vorteil, dass die gut am Haken halten, weil der Kopfbereich halt sehr stabil ist und ich ziehe den Tauwurm halt wie so einen Socken auf, wie im letzten Video auch. So ist halt sichergestellt, dass noch ein bisschen mehr Geruch ausströmt und das ist ja das, was wir erreichen wollen. So, und da Mikey ja mit einer normalen Grundmontage angelt, habe ich halt immer auch diese Enden von den Würmern, um damit den Futterkorb zu füllen. Also ich mache immer so 4-5 Enden von den Tauwürmern rein. Ja, und das soll dann einfach genug Geruch erzeugen, dass die Aale aus dem Umkreis halt angelockt werden, um dann zuzupacken. So viel in der Theorie. Wie gut es funktioniert, werden wir jetzt mal noch im Laufe des Angeltags sehen. Hängt der? Der hängt, ja, der hängt. Oh ja. War auch nur so ein Zwergen. Aber Fisch, aber ist ein bisschen besser. Bisschen besser. Wäre hier sogar schon für die Tonne gut. Juhu! Leute, da ist er. Der erste für mich. Ich habe schon gedacht, ich schneide hier heute ab. Sehr gut. Der geht schön in die Tonne. So, Fisch versorgen und dann geht's weiter. So Leute, na, zieht er nochmal? Nee, der zieht schon die ganze Zeit. Oh ja, oh ja. Da ist endlich mal jetzt einer dran an der Rute. Nach etlichen Krabben. Ach Gott, wieder so ein kleiner. Ich werde nicht wieder. So, mal gucken. Ich bin jetzt gerade gebimmelt. Aber wahrscheinlich nur abgefressen. Ja, ist ja jeder so. Passiert halt. Der Futterkorb lockt ja auch den einen oder anderen Weißfisch an. Aber meine Rute, die zeigt mir natürlich auch ganz feine, vorsichtige Bisse von irgendwelchen Weißfischen an. Ich habe hier eine Feederrute D-Tex von DM Heavy Feeder, 180 Gramm, 3,90 Meter lang. Also für meinen Geschmack eine optimale Aalroute. Nicht nur, weil man im Futterkorb angelt, sondern auch, wenn man auch ganz normal mit normalen Grundbleimontagen fischt. 180 Gramm, wir haben hier auch ein bisschen Dampf in der Elbe, also starke Strömung und da brauchen wir auch ein bisschen Power. Nichtsdestotrotz ist die Spitze super fein und zeigt mir wirklich jeden kleinen Zupfer an. Also ganz dicken, starren Aalruten, da übersieht man die einen oder anderen Biss schon mal. Hier sieht man selbst die vorsichtigsten Zupfer. Kombiniert ist das Ganze in einer 4000er Freilaufrolle. Freilaufrolle hat einfach den Vorteil, dass sobald ein Fisch wirklich richtig abmarschiert, was bei einem Aal ja auch mal sein kann, dass er echt Schnur nimmt, dass der Freilauf da ein bisschen Schnur freigibt und nicht gleich die ganze Rute vielleicht in die Elbe verschwindet. Und hier und da gibt es in der Elbe auch mal Waller und wenn der abmarschiert, dann hebt so eine Rute auch schon mal ab. Bespult mit einer 35er Mono. Also das ist eigentlich ein ganz gutes Setup, um den einen oder anderen dicken Aal hier in der Elbe zu fangen. Und dann hat man ein gutes Allround-Gerät für diese Futterkorb-Geschichte oder halt auch allgemeine Bleimontagen. Wieder energischer. Oh ja, der läuft. Hängt trotzdem nicht, der gibt's doch gar nicht. Oder doch? Das ist mit Futterkorb immer schwer zu sagen. Jo, oh, weg ist er. Ich werd verrückt.
Ja, war Aal dran. Ausgestiegen. Ah. Ich werde nicht wieder. Diesmal lasse ich den aber jetzt einen Moment länger ziehen. Ey, das war vielleicht ein bisschen zu früh beim letzten. Die Schnur ist schon ganz schön weit hier vorne. Ey, was ist das denn? Ist der hier an der Steine geschwommen oder was ist das? Oh ja, der läuft. Oh ja. Ja. Oh. Oh ja, das ist ein dicker Kescher. Kescher, das ist ein richtig dicker. Da brauchen wir einen Kescher. Das ist eine Schlange. Das ist eine richtige Schlange. Das ist der richtige Aal. Das ist ein bisschen... Junge, Junge, Junge. Der marschiert ja richtig. Wo kommt er? Ja, der... Oh, ich will nicht zu doll machen. Oh ja, oh ja. Gucken wir an. Gucken wir an. Oh, da ist ein richtiger. Oh, oh, guck dir das Teil an. Alter. Uiuiuiui. Uiuiuiuiui. So, los, los, los. Alter. Jawohl. Alter. Das ist er. Das ist er, Alter. Wow. Alter, ist das ein Vieh. Ich dreh durch. Müssen wir messen. Und hängt knapp. So Leute, schaut euch diesen Wahnsinnsaal an. Also ich bin 1,90 groß, kann kaum rumgreifen, dieses Ding. Locker 80 cm. Das ist ein richtiger, richtiger Brummer. Also einer der größten Aale, die ich je gefangen habe. Wahnsinn. Ist jetzt die Frage, ob es am Futterkorb liegt oder ich jetzt einfach Glück hatte, keine Ahnung. Aber theoretisch müsste ja der Geruch den vielleicht aus der Reserve gelockt haben. Mega geil. Also. Damit habe ich heute nicht gerechnet, muss ich ehrlich gestehen. Also guck mal, was das für ein dickes Ding ist, ey. Traumart, kann man nicht anders sagen. Richtig geil. Dann gib ihn einen jetzt. Alter Fisch. Und ein Dicker. Guck dir mal die Rute an, wie krumm das Ding ist. Jetzt halt offensichtlich ein besserer. Ja. Fisch Nummer 2 für mich auf der normalen Montage. Ich werde den Fisch kurz versorgen und neu auslegen. Vielleicht kriegen wir noch einen. Macht Spaß gerade. Joi. Der marschiert aber hier, hier schnell Freilauf. Junge, Junge, Junge. Da wollen wir nicht mehr warten. Jo, da hängt doch was. Jo, jetzt geht's aber ab hier. Jawollo. Futterkorb hat wieder geliefert. Geil. So, Digi, was sagst du zu unserem Experiment? Ja, also eindeutig hast du gewonnen, ne? Also tatsächlich scheint Futterkorb vielleicht heute den Unterschied gemacht zu haben. Ist natürlich immer schwer zu sagen, vielleicht lagen die Routen besser, vielleicht auch nicht, aber es hat auf jeden Fall schon mal nicht geschadet und diese Geruchswolke, die dann durch den Futterkorb und die zerteilten Würmer entsteht, kann halt schon sein, dass die Aale angelockt werden und vor allen Dingen im Strömungsbereich, wenn dann der Geruchsstrom abgezogen wird, dass die Aale dem Geruch dann folgen. Also ist natürlich nicht wissenschaftlich untersucht, aber hat ja einen mega Aal gebracht, also das war echt ein Hammerfisch. Ja, auf jeden. So, und von daher probiert es ruhig einfach mal aus. Und wenn ihr das eingangs beschriebene Aal-Video sehen wollt, dann schaut doch einfach mal in der Videobeschreibung nach oder in der Infokarte, da verlinke ich euch das mal. Schaut einfach mal rein und wenn ihr uns unterstützen wollt, seid so lieb, lasst einen Daumen nach oben da oder abonniert natürlich meinen Weg zum Fisch. Bis bald!